Hey, hallo Leute, willkommen zurück zu Friend Bo und wir konnten das Schild super übersetzen. Wir sind auch solche Profis, wir haben es gleich ins Spiel einprogrammiert. Der Typ erklärt es euch jetzt. Was steht auf dem Schild mit den Symbolen? Da steht, was jeder im Moment seiner Geburt lernt. Aber seine Bedeutung vergessen wir in den nächsten 7 Minuten. Also müssen wir den Rest unseres Lebens damit verbringen, es zu verstehen. Kann es nicht lesen. Aber was steht da? Ich kann es nicht lesen. Macht, Power, ist das Verstehen von Weisheit. Wahrheit liegt im Pfad zur Macht des Verstehens. Weisheit kommt lautlos. Und was heißt das? Ich habe es noch nicht verstanden. Oh, naja, danke. Tschüss. Ja, wir haben es gut, dass ich eine halbe Stunde damit verbracht habe, das zu versuchen zu übersetzen. Ja, wir sind jetzt die letzten 3 Tage hier gesessen und versucht, das zu übersetzen. Und wir haben es gelöst, wie ihr seht. Und es ist wieder programmiert. Ja, easy. Da hätte man drauf kommen können, ne, dass man in einer anderen Jahreszeit einfach einfragen kann. Wir sind immer noch im Frühling, genau wie am Start. Wir haben ihn einfach nur... Wir sind da gerade im Herbst vor, oder nicht? Achso, am Anfang meinst du? Ja, wir haben ihn schon mal angequatscht, wir hätten ihn wahrscheinlich noch mal quatschen müssen. Ja, nachdem wir auf das Schild geklickt haben. Richtig. Wow, wir sind so gut. Wir sind clever. Ja, so clever. Kotrem! Nein, warte. Jetzt geh ich hier hin. Zeig mir die Blume. Zeig mir die Blume. Ups. Ne, ja, schicke Blume. Oh. Manchmal klappen Dinge einfach nicht. Bin hier falsch. Du bist da falsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist, was wir hier machen mit dem Ding da. Aber wer bin ich schon? Ich würde behaupten, das ist alles in Ordnung. Ich habe sie gefunden. Schau, die rote Blume. Sie liegt hier in meinem Boot der Liebe, weil ich ja eine Liebesbotin bin. Fertig? Vielen Dank. Sie ist so schön. Du bist wirklich eine tolle Liebesbotin. Danke, wir sollten sofort zurück zu deinem Mann. Er vermisst dich wirklich sehr. Wir sehen uns dort im Winter. Warte, wie? Die hat... Im Winter, aber so lange kann ich nicht warten. Wie tief ist denn das Wasser hier? Oh, es ist weg. Bitte komm ins Boot. Ins Liebesboot. Nein, wir sinken sonst. Ins Liebesboot, der Liebesbootin. Hast du das gesehen? Okay, warte. Warte. Moment, das müssen wir jetzt machen. Okay. Oh, so, das ist passiert, oder? Wir sind irgendwie... Ich hänge fest, auf dem Eis kann ich nicht segeln. Was ist seltsames passiert? Ah, habe ich mich deswegen gewundert? Nein, du warst irgendwie aus dem Boot rausgehüpft im Winter. Schon, oder? Das ist schon irgendwie seltsam gewesen. Nein, das war jetzt normal. Egal. Hi Leute! Hey ho Leute! Hey! Es ist schön, euch zwei vereint zu sehen. Ich hätte jetzt gerne den Hut, bitte. Vielen, vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du, wer bist du? Friend. Oh, richtig, richtig. Was hast du noch gleich gemacht? Ich habe euch dann wieder zusammengebracht. Oh, daran erinnere ich mich nicht. Komm schon, Liebling, klettere wieder auf meine Spitze. Herumschauf, Dr. Love. Ja, ist niedlich. Findest du? Ja. Guck, wie er grinst. Ja, es ist irgendwie ein bisschen creepy. Oh, es ist niedlich.
Und wer bist du noch gleich? Ach, hier, nimm den Hut und geh. Der sieht billig aus. Wow, danke. Jetzt muss ich. Ich muss jetzt los dem Großzauberer den Hut geben. Tschüss. Tschüss, Kotrem und Kotrem Frau. Zauberer. Take ciao, the Hut. Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Hier ist ihr Hut. Oh, mein Hut! Ich fühle mich förmlich, wie das Wissen mich durchströmt. Ich bin glücklich. Das ist toll. Was nun? Das Geschenk der Erde, die Frucht. Das Ergebnis von zufälligen Ereignissen, damit wir es essen können. Schön, oder? Ja, unglaublich. So ja. Zufällig. Die Frucht spricht jetzt zu mir. Sie sagt, das Buch. Nicht das Buch. Mein Buch des Wissens. Es ist in der Bibliothek. Aber sei vorsichtig. Sie wollen ein Passwort von dir. Das Buch versteckt sich vielleicht. Aber sei hartnäckig und geduldig. Gut, ich werde in die Bibliothek gehen. Warte. Es gibt ein Passwort, um hineinzukommen. Lass mich nachdenken. Ich denke nach. Es muss etwas über unser Lernen sein, oder? Oh. Ich glaube ja, Alex stinkt. Ich erinnere mich. Das Passwort ist, Alex stinkt 1, 2, 3. Deine Sinne werden leicht manipuliert. Schalte sie ab, bevor du lernst. Also, für was steht das 1, 2, 3? Okay, ich versuche es mir zu merken. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, oft lassen wir uns Verständnis manipuliert werden. Und er sollte duschen gehen. Sollten und immer versuchen, den gesunden Menschenverstand zu nutzen. Und duschen zu gehen. Ja, denn gesunder Menschenverstand ist jedem geben, weißt du, Kleine? Niemand sollte dir jemals sagen, was du denken oder glauben sollst. Obwohl, das sind Genüge passiert. Sei hungrig nach Wissen. Du wirst dich in einer ständigen Evolution wiederfinden. Das wird dich frei machen. Die Erde ist flach. Was? Die Erde ist flach. Das wird dich frei machen. Du wirst jede Sekunde deines Lebens schätzen. Die Erde ist flach. Oh, wenn das so ist, dann ich glaube, die Mondlandung war ein Fake und die Erde ist flach. Es macht Spaß nachzudenken und zu lernen. Und neugierig sein hilft. Weißt du, mit diesen langen Beinen. Ich hab so viel gelernt. Mit langen Beinen kann ich einen sehr guten Tritt in den Hintern weitergeben, wenn du stehst. Ich gehe jetzt in die Bibliothek und finde ein Buch, das meine These unterstützt, dass die Erde eine Scheibe ist. Innen liegt der Nordpol und außen der Südpol. Es ist eine riesige Mauer aus Eis. Das weiß ich. Und die Sonne weil niemand jemals auf. Niemals war jemand auf der. Auf dem Südpol. Weil das von Militär überwacht wird. Oh mein Gott. Und die Sonne ist große Taschenlampe, aber danke. Lampe. Richtig. Erinnerst du dich, Fred? Du bist eine Mörderin. Du bist mein verrücktes kleines Mädchen. Verrückte Wenn Mädchen. Du so weitermachst, dann mördere ich dich gleich ab. Du bestraft werden mit was? Mit dem kleinen süßen Messer. Das hast du vergessen, oder? Was? Das Messer. Oh mein Gott! Tu, was ich sage. Tu, was ich sage, Fran. Spring! Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte nicht. Oh, mein Liebling. Hör nicht auf diese bösen Dinge. Du bist stark! Du hast meine zwei Leute getötet. Lass sie aus deinem Kopf raus, mein Liebling. Ja. Yeah. Bin ich verrückt, Kätzchen? Sag's mir. Weiß ich nicht. Nein, mein Liebling. Du musst stark sein. Du musst nur stark sein. Lass sie nicht in deinen Kopf mit deinem Kopf spielen. Oh, komm schon, ey. Muss ich jetzt gerade Kopfkino haben, wie jemand mit ihrem Kopf spielt. Oh, mein Kätzchen, ich fühle mich total kaputt. Meine Brust tut weh.
mit so einer Katze, die mit, die, die mit dem Kopf so rumrollt. Also ich stelle mir eher so einen Vogel an, der... Oh, sehr schön. Oh, mein Liebling, ich bin hier für dich. Weine nicht, ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch, mein Schatz. Wir sollten weitergehen. Gehen wir zur Bibliothek. Yo, Käfer Bro, lass mich rein! Halt! Nur im... Passwort! Hm? Ich denke nur im Herbst. Und Winter. Ja. Ja, na gut. Wie lautet das Passwort? Wie war das nochmal? Es ging ungefähr so. Deine Augen und Ohren sind beschränkte Sinne. Verschließ sie, bevor du lernst. Was? War das echt das? Was? Hm, gut. Hm. Und warum ist das so? Lass mich rein, ich weiß es. Denn nur dann können wir wirklich sehen, wie diese Stadt, sie war vorher unsichtbar. Wissen sie überall, selbst in Dunkelheit und Stille. Du darfst reingehen. Viel Spaß. Bro. Und jedes Buch ist anklickbar. Wir sehen uns dann in 23 Tagen. Sobald Domi alle gelesen hat und uns dann eine Zusammenfassung vorträgt. Nein, nein, das wird wirklich. Nein, nein. Ich habe das Spiel ja leider nicht. Ist kein Problem, ich leise dir aus. Nein. Hallo, was tust du da? Ich suche mein besonderes Buch. Warum bist du auf der Leiter? Flügel. Tut mir leid, dass ich frage, aber warum bist du auf der Leiter? Du hast Flügel. Ah, weil Leiter zum Benutzen gemacht wurden, natürlich. Trottel. Aber was, wenn ich sie gebrauche? Dann solltest du warten, bis du dran bist. Und wenn es ein Notfall ist? Aber wenn es ein Notfall ist und ich nicht so lange warten kann? Dann hättest du vor mir einkommen sollen. Tut mir leid, aber ich muss weiter suchen. Hallo. Thomas, bist du, oder? Hallo. Was liest du da? Ein Buch mit vielen Buchstaben. Manchmal finde ich Buchstaben sehr gruselig. Es ist ein Manga, deswegen hat es Buchstaben. Ja. Vielleicht solltest du etwas mit vielen Bildern lesen. Wie Manga? Oh ja, ein Manga. Irgendwann mal, Liebes. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss weiter meinen Manga lesen. Das ist Shingeki no Kyojin. Das ist das letzte Buch. Ich will wissen, wie es ausgeht. Ja, oh, tut mir leid, entschuldige mich. Hey, Karotte. Was? Mikasa stirbt? Was? Hallo. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich kenn. Ja. Hallo. Ich auch nicht. Warum liest du nicht? Ich muss ein Buch finden, weil ich erst ein besonderes Buch finden muss. Ah, besondere Bücher sind toll. Das, was ich hier lese, ist auch sehr besonders. Oh, das ist toll. Nun, ich suche dann mal weiter nach meinem besonderen Buch. Eins, zwei, drei, vier. E ist fünf. Sechs, sieben. Oh Gott. Oh, das ist toll. Es müssen unsere Zahlen sein. Ah, eins, zwei, drei, vier und so weiter. Hm. Muss ich mir merken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis 10 runter. 9, 10. 20, 30 und 40. Okay. Ich sehe so viele Bücher. Ich sehe so viele Bücher. Die haben uns reingeschmuggelt. Im Frühling! Nein! Oh. Und im Sommer! Nein! Oh, was ist das eigentlich? Natürlich. Nein, nein, nein. Liegt in Leiter. Was? Ich sehe so viel nicht, ich glaube nicht, dass... Was?
kletter nicht nochmal hoch. Ich könnte mir wehtun, wenn ich falle. Du bist doch gar nicht da hochgeklettert bis jetzt. Na, ah, der Hebel bewegt sich nicht. Ich muss erst das Schloss öffnen. Also eins. Das ist eins. Warte nochmal. Also das ist eins. Das sind zwei Einsen. Ja, was willst du damit machen? Nee, das wirst du. Eins, eins. Das ist zwei. Das ist eins, zwei. Zwei, drei, ist vier. Das wäre dann genau. Acht. Acht. 16 theoretisch, ne? Was ist das? Das ist 16. Ne, das ist 11. Nein. Ne, das ist 21. Nein, das ist doch 11. 21. Halt das hier. 1, 1, 21. Passt nicht, oder? Uh-uh. Wenn du nämlich schon bei dem nächsten dann bei 16 wärst, dann 32, dann 64, dann wäre das nächste 128. Kannst du auf die 21 klicken? Was ist das für eine Zahl? Das ist 21. Kennt man, sofort. 1, 1 und 21. Aber was ist das komische, das dritte Zeichen in der... Oh, das ist die 9 oder die 8 gewesen, ne? Das hier. Ja. Kann sein. Aber was ist das für ein Zeichen? Das ist auf der Seite liegende, mit dem Punkt drauf. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Im Herbst ist es für mich bestimmt alles leichter. Oh. Kann ich einen Hinweis haben? Wir müssen irgendeine Zahl eintippen. Wirklich? Das ist schon mal sicher. Was haben wir für Zahlen? Wir haben zwei. Wir haben zwei. Drei. Vier. Wir haben drei. Das ist 10. Wir haben auch die 5, das ist das E. 5. Was ist das? Die 7 oder 8? 7. 6. 7, 8. Dann ist da das die 9, nicht? Nein! Ich verarsche das Spiel! Ich sortiere es mal so. 2, 4, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 25, 20. Nein, das ist 40. 25. Danach kommt die 25. Oh, das ist rechts. 25, 40 und das ist? 30. Und das ist keine Ahnung. Das ist keine Zahl. Würde ich jetzt behaupten. Keine Ahnung. Ja, was soll das jetzt heißen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, acht. 8, 9, 9,
10, glaube ich, 10, 13, 25, 40, nee, 20, 30, 40. Wir bräuchten nur noch eine Zahl, die wir eintippen müssen. Warte mal kurz, ich brauche ganz kurz ein Foto davon, wie es jetzt gerade aus, jetzt gerade sortiert ist. Okay, hab. Ich habe eine Idee. 21 ist das hinterste, oder? 21 ist das hinterste. Oder sollen es Buchstaben sein? Nee. Aber welches Wort fängt mit AA an? Was? AA? AA, weil 1-1. So, keine Ahnung. Würde mit dem U aufhören. Ich hab keinen Plan. Haben wir überhaupt den Anhaltspunkt? Die Bibliothek ist geschlossen, wir nehmen jetzt den Winter offen. Wonach suchen wir nochmal genau? Keine Ahnung, noch ein Buch. Jo, Bruder, ich weiß nicht, wonach wir suchen. Das verstehe ich nicht, aber ich erkenne Symbole wieder. Okay, dann lösen wir das Rätsel im nächsten Part. Oh, das andere ist die Null. Guck mal. Oh! Am Schild. Das eine ist die Null. Oh, gut zu wissen. Weiß ich nicht. Ja, Leute. Leute. Ich habe eine Idee, aber egal. Den Rest lösen wir im nächsten Part. Und ja. Danke fürs Zuschauen und ciao.